Entwässern, bewässern, verwässern. Was bedeuten nur all diese deutschen Vorsilben? Dies ist Video Nummer 3 über deutsche Vorsilben. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnellte. Steven Kraschen ist ein Sprachwissenschaftler und emeritierter Professor der University of Southern California. Seine 5 Hypothesen sind wissenschaftlich untermauert und beschreiben, wie man eine Sprache effektiv lernen kann, inklusive die Grammatik. These Nummer 1. Grammatikerwerb ist nicht dasselbe wie Grammatik lernen. Es besteht ein Unterschied zwischen dem Erwerben einer Sprache und dem Lernen einer Sprache. Das eine passiert unbewusst, das andere bewusst mit auswendig lernen und all sowas. These Nummer 2. Die Input-Hypothese. Der Grammatikerwerb ist nur möglich durch sprachlichen Input, der leicht über dem Sprachniveau des Lernenden liegt. Hypothese Nummer 3. Die Monitor-Hypothese. Abstraktes Grammatikwissen ist nur zur Kontrolle, Monitoring, verfügbar. Das heißt, das auswendig Lernen von Grammatikregeln wird dir lediglich dabei helfen, das, was du sagst und das, was du schreibst, zu kontrollieren. These Nummer 4. Die Hypothese von der natürlichen Ordnung. Die Natur gibt die Reihenfolge vor, in der Grammatik gelernt werden kann. Das heißt, wenn du Grammatik lernst, dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie du Grammatik lernst, und du kannst dich nicht dazu zwingen, bestimmte Schritte zu überspringen, um eine bestimmte grammatikalische Struktur zu erlernen. These Nummer 5. Die Hypothese vom affektiven Filter. Es bestehen affektive Filter, die das Lernen beeinflussen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sehr gestresst bist oder das Gefühl hast, du stehst unter Druck, dann fällt es dir schwerer, eine Sprache zu erwerben. Weshalb ich oft sage, entspanne dich, lehne dich zurück und lass die Sprache einfach auf dich einwirken. Die Vorsilbe B. B bezeichnet auch eine Zustandsänderung oder Bearbeitung. Um einen Brief zu verschicken, muss ich die Briefmarke befeuchten. Ja, ich habe eine Briefmarke und dann lecke ich diese Briefmarke an. Ich mache die Briefmarke feucht. Ich befeuchte die Briefmarke. Der Schmied arbeitet mit dem Metall. Der Schmied bearbeitet das Metall. Die zweite Bedeutung von B. Intensive Beschäftigung oder Thematisierung. Ich möchte Gründe für deine Meinung haben. Ich möchte, dass du deine Meinung begründest. Mit der Vorsilbe B kann man auch ein Nomen zu einem Adjektiv oder einem Verb machen, das eigentlich gar nicht existiert. Und das ist sehr praktisch. Ich trage einen Schlips. Ich bin beschlipst. Ich füge Blumen meinem Garten hinzu. Ich
beblume meinen Garten. Die Vorsilbe B kann auch eine subtile Veränderung von Verben signalisieren. Hier wird es ein bisschen kompliziert. Ich kann zum Beispiel sagen, der Mechaniker repariert mein Auto. Ich zahle für die Reparatur, aber ich bezahle den Mechaniker. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Bedeutungen der Vorsilbe B. Ich kann zum Beispiel sagen, ich berühre mich. Ich berühre meine Schulter. Ich berühre meinen Arm. Du merkst, es ist manchmal ein bisschen kompliziert mit diesen Vorsilben. Aber sobald du ein Gefühl für sie bekommst, sind sie sehr, sehr praktisch. Mein Tipp ist, immer viel Deutsch zu hören. Ja? Höre ganz viel Deutsch, lese sehr viel Deutsch und dann bekommst du ein Gefühl für diese Vorsilben. Das ist viel effektiver, als wenn du all die Regeln auswendig lernst. Wenn du sehr viel Deutsch hörst, dann lernst du diese Regeln unbewusst. Also, kein Stress, keine Sorge, wenn du dieses Video nicht hundertprozentig verstanden hast. Es ist kein Problem, wenn du dieses Video nicht ganz verstanden hast. Lehne dich zurück, entspanne dich und lass die deutsche Sprache auf dich einwirken. Und dann werden dir diese Regeln, diese Vorsilben viel, viel klarer. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!